Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und habe jetzt die Legung für dich für den Herbst 2023. Wenn du in deinem Sternzeichen den Skorpion hast, in deinem Aszendenten oder eventuell auch im Mond- und Venuszeichen, dann kann hier auch etwas dabei sein für dich. Kann heißt, du spürst rein und schaust, denn es ist eine allgemeine Legung und diese trifft nicht auf jeden von euch zu. Ich habe wieder ein großes Blatt Lenormand-Karten ausgelegt in der 9x4-Variante mit den Seelenblickkarten. Werde ich dann klären. Und zwar die Seelenblickkarten von der Doreen Stahl, die schauen so aus. Also nach dem Darstellen, was hier liegt, gehe ich mit den Seelenblickkarten noch vertiefend rein. Ausgelegt habe ich das Ganze mit den Licht- und Schattenkarten, Lenormand-Karten von der Angelina Schulze. Die ganzen Karten findet ihr wie immer unten in der Infobox. Außerdem lohnt es sich tatsächlich, in die Infobox zu schauen, denn da findet ihr noch den ein oder anderen Hinweis in schriftlicher Form. Und auch noch verwendet habe ich für diese Vierteljahreslegung die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von der Colette Baron Wright oder Reed. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wisst ihr bestimmt besser wie ich. Wie gesagt, findet ihr unten in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, wir starten. Die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen haben hier drei Karten gebracht. Und zwar, ich schaue mal, dass ich sie euch zeigen kann in Gänze. Kleinen Moment. Yin kam zuerst, dann Sprung ins Ungewisse und in Rai und Glied. Die drei Karten, also die Nummer 2, die Nummer 36 und die Nummer 11. Bei Yin geht es darum, etwas bewusst geschehen zu lassen, etwas bewusst auf sich zukommen lassen. Das ist die weibliche Energie, die Energie des Abwartens, des Geschehenlassens, ja. Mit dem Sprung ins Ungewisse geht es um etwas, was noch nicht gewiss ist, geht es aber auch um eine Thematik, wo du dich dennoch auf den Weg machen darfst, weil der Sprung ins Ungewisse ist ja nun mal eine Aktivität, die da angezeigt ist, dass du eine Aktivität machen darfst, die noch ungewiss ist, um dann etwas auf dich zukommen zu lassen. Und in Reih und Glied, da geht es um eine Ordnung, eine Struktur oder eine neue Ordnung rein zu bekommen oder zu kreieren. In Beziehungsfragen kann das jetzt darum gehen, etwas anzuerkennen und gewisse Regeln zu befolgen. Die Karte hat ja auch mit Gesetzmäßigkeiten zu tun, ja? So kann es sein, dass du hier zwar einen Sprung in etwas Ungewisses gehen sollst, damit hier die Fülle zu dir kommen kann. Ja, dieses Prinzip des Ausgleichs bekomme ich hier auch rein. Ein karmischer Ausgleich. Und hier unten ist die Macht der Fantasie zu sehen, wo es um Kreativität geht, um kreative Ansätze. Vielleicht tatsächlich um einen kreativen Ansatz in einer Beziehung, etwas anders zu machen, als man es in der Regel tut, weil wir hier eben mit der Karte von in Reih und Glied auch eben eine Ordnung angezeigt ist.
Meine Lieben, also sehr interessante Karten, die ihr hier habt. Sehr interessante Karten. Und ich habe hier auch schon die Harmonie in Partnerschaften, in Beziehungen, in Verbindungen mit oder bei Verbindlichkeiten. Und da ist ja das Universum auch schon. Also hier geht es darum, etwas kreativ anzugehen. Und wir schauen uns jetzt die Karte hier unten drunter an. Ich sage ja immer, die Karte hier unten drunter hat eine Energie, die dahinter liegt, die dem Ganzen zugrunde liegt, die sich so ein bisschen im Verborgenen hält. Und hier kommt der Fuchs. Der Fuchs ist ja mein Freund. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ob ich es schon mal gesagt habe. Der Fuchs sagt immer, da läuft was falsch. Der Fuchs ist aber auch sehr, sehr schlau. Und der Fuchs steht im Lenormand auch generell für das Thema Lug und Betrug. Jedoch geht es hier mit dem Fuchs zu 98% der Fälle um das Thema Selbstbetrug, meine Lieben. Der Fuchs ist auch ein ganz, ganz schlauer Gesell, der weiß genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, um für sich loszugehen, seine Beute zu machen oder etwas schlau einzufädeln. Und ich habe den Eindruck, genau das ist das Thema. Der Fuchs steht aber auch leider Gottes für einen Zwiespalt. Und zwar ist das dieses Gefühl, wenn du nicht weißt, was ist richtig, was ist falsch. Wo will ich jetzt hin? Und du bist in diesem Zwiespalt. Und das ist ein Scheißgefühl, kann ich dir auch gleich versichern, denn dieses Gefühl hält dich in einer Ohnmachtssituation fest. Wenn du in dieser Energie bist, dieses Zwiespaltes, bist du in einer Ohnmachtsposition und das ist kein schönes Gefühl, ihr Lieben. Also der Fuchs ist hier, da kommt das Wissen genau. Thema Wissen. Meine Lieben, wir schauen uns das Ganze jetzt mal genauer an. Du bist dargestellt in der weiblichen Hauptpersonenkarte, liegst hier zweimal im Bild, einmal mit den geschlossenen Augen, einmal mit den offenen Augen. Und das unabhängig deines Geschlechtes, das heißt du als Zuschauer. Meine lieben Crosswatcher, ihr tut euch natürlich entsprechend umdrehen, aber die Crosswatchen, sorry, die wissen das ja sowieso, ja. Die männliche Hauptpersonenkarte hier drin liegend ist dein Gegenüber, ein Wunschpartner, ein Partner oder jemand, mit dem du es vermehrt zu tun hast. Hier eben in der männlichen Form dargestellt, aber natürlich auch hier geschlechterneutral. Du entscheidest, wer das ist. Du spürst rein, du schaust, ob die Legung mit dir in Resonanz geht oder eben nicht. So, meine Lieben. So viel zu den Spielregeln hierfür. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Du hast hier Nachrichten, Informationen, Botschaften bekommen, die du nicht wahrnimmst, die du nicht realisierst, weil du die Augen zu hast, über eine Trennung, über einen Rückzug. Das Ganze hast du von einem Freund, einer Freundin bekommen. Und hier geht es auch um das Thema Hilfe und Unterstützung. Bei einer Selbstständigkeit
bei dem Thema sich selbstständig machen. Ja, und da ist zum einen auch ein Anerkennungsthema dahinter, zum anderen ist hier eine große Blockade zu sehen, schicksalshaft. Thema Anerkennung, Wertschätzung habe ich hier allerdings auch. Und es ist gut möglich, dass du das nicht wahrnimmst, nicht hörst, nicht hören willst, nicht hören kannst. Ein Potenzial, was Erfolg bringt. Eine schicksalshafte Herausforderung hier mit deinem Glück und das Glück liegt im Fuchs. Okay. Ja, also hier ist, wir hatten es ja gerade, das Thema Selbstbetrug, das Thema etwas Falsches. Der Selbstbetrug, ins eigene Glück zu kommen, bekomme ich gerade so rein. Okay. Und dann auch noch hier bei den Veränderungen ist ebenfalls der Fuchs. Der Fuchs im Hause des Storches, so wie es hier liegt, oder neben dem Storch, und schaut mal, der liegt hier unten auch noch, dass hier ein Erfolg ist, der noch nicht bekannt ist, dass ein Erfolg da ist. Mit dem Thema, mit allem Schriftlichen, mit Kommunikation, mit Ausbildung, mit Weiterbildung. Und da ist die Veränderung angezeigt. Also hier wäre es gut, eine Veränderung anzustreben, die mit dem Thema Arbeit zu tun hat, beziehungsweise an etwas zu arbeiten, was dann auch mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Das ist mal eins. Ich habe hier die Öffentlichkeit, eine Gemeinschaft, ein Event liegen, den hier ja entweder eine Frau gerade macht. Die Störche sind ja eine Frau, das kann aber auch ein jüngerer Mann sein. Der hier gerade, es könnte jetzt zum Beispiel auch ein Kind sein von dir, der hier auf Seelenebene gerade einer Herzensangelegenheit nachgeht im Herbst, ja. Und das heißt auch, dass wenn du einer Herzensangelegenheit nachgehst, hier dann auch wieder Geld reinkommt, durch zum Beispiel Kunden, weil hier ist ein Neubeginn angezeigt, auf Gefühlsebene eine Entscheidung, die mit einer Reise zu tun hat, die mit einer gewissen Distanz zu tun hat. Bringt hier Erfolg, Anerkennung, Ruhm, Geld, die Finanzen gehen in den Fluss, die Freude hat hier einen ganz großen Einfluss im Übrigen und die Hilfe und Unterstützung bringt hier auch die Freude zurück. Das kommt durch Freunde natürlich. Und ich habe hier viele Freunde liegen. Ich habe tatsächlich auch eine Investition hier in eine Community liegen. Das ist ja interessant. Also mit dem Park habe ich hier den Eindruck, dass hier Investitionen zum einen einen grandiosen Einfluss haben. Also der Einfluss hier von einer Person kann das sein, eine einflussreiche Person, die hier jetzt Schwierigkeiten, Unklarheiten klärt, ja. Kann aber auch der Einfluss eines, also generell einfach der Einfluss einer
schwierigen Person sein. Das kann für den einen oder anderen auch ein Ahnenthema sein, was hier angezeigt ist, weil die Familie hier unten drunter liegt. Oder der Einfluss von Unklarheiten, der sich auf die Familie, auf das häusliche, private Umfeld liegt. Und da gilt es, Investitionen zu tätigen. Und die sind schwierig. Das hat sowohl dein Gegenüber hier in Gedanken, der hier gewisse Schwierigkeiten hat bei Investitionen. Und diese Schwierigkeiten bei Investitionen, das hat mit Geld zu tun, das hat aber auch mit einer Seelenliebe zu tun, beziehungsweise mit, naja, wieder so das Thema Selbstliebe, ja. Und hier habe ich den Eindruck, da kommt ein Neubeginn. Also die Entscheidung zu einem Neubeginn liegt hier auf jeden Fall drinnen und die betrifft dich natürlich, aber auch dein Gegenüber, ja, oder deine Gegenüber, weil hier liegen zwei Personen. So. Des Weiteren habe ich hier noch eine Freundin, die einen gewissen Einfluss hat. Diese Freundin hat, da ist eine gewisse Distanz da. Eine räumliche Distanz ist da, eine gewisse Entfernung. Und das können dann auch wieder mehrere sein. Denn ich habe hier, für den einen oder anderen von euch sind hier Astralreisen auch wichtig, beziehungsweise die Verbindung zum Universum. So, viele Wünsche, viele Hoffnungen, viele Erwartungen, die hier mit einer Reise zu tun haben, beziehungsweise mit einem Gegenüber. Und ich habe den Eindruck, da ist auch etwas, was es gilt wahrzunehmen. Du liegst hier im Haus der Sonne, jedoch ist die Sonne im Haus des Buches. Das heißt, ein Erfolg, der noch nicht bekannt ist, der noch nicht, spruchreif ist. Dein Gegenüber schaut hier im Übrigen in die Sonne und die Sonne steht für den Erfolg. Ja? Der Erfolg, der noch so ein bisschen im Verborgenen ist, der Erfolg, das Thema Bewusstsein ist hier eindeutig ein Thema, das Thema Klarheit ist ebenfalls ein Thema oder sich klar werden, über etwas bewusst werden auf der emotionalen Schiene, auf der Mond steht ja auch für die Psyche, der Mond steht für die Gedanken, Gefühle, Emotionen. Und da soll etwas bewusst werden, was aktuell noch nicht bewusst ist. Ja, deswegen ist die Sonne hier im Buch. Jedoch gefällt mir sehr gut, gefällt mir viel besser wie aber. Jedoch ist da der Fuchs drinnen oder dabei bei der Veränderung. Und der Fuchs ist dann auch immer so das Thema, da darf man dran arbeiten an diesen Geschichten, an diesem Bewusstsein. Diese Veränderung bedarf einer gewissen Schleue, einer gewissen Raffinesse, eines gewissen Interesses. Und das ist etwas, was ich hier eben auch verändern darf, ja. Also es wäre gut, hier auf der Bewusstseinsebene eine Veränderung einzuleiten, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Diese Person hier, die bekommt vom Universum Hilfe, die bekommt tatsächlich Hilfe und Unterstützung auf mehrererlei Ebenen, ja, um diese schicksalshafte Herausforderung zu meistern.
So, jetzt schauen wir mal, was du hier machst. Ich habe den Eindruck, dass du hier ein Initiator bist, um einen Bewusstseinssprung bei dieser Person, bei diesem Gegenüber auszulösen. Das ist mal ein Thema. So. Und ich habe ja hier auch liegen, dass die Herausforderung ist, das Glück geschickt in die Veränderung zu bringen. Und das Ganze ist schicksalshaft und wichtig. Sowohl was dich angeht, dieser Neubeginn auf Gefühlsebene, auf dem Thema des Erfolgs. Hier haben wir mit dem Neubeginn auch den Stress angezeigt, die Kommunikation, den Druck. Also hier ist auch ein Druck angezeigt im Leben mit Partnerschaften, mit Beziehungen, mit dem Thema Harmonie und Frieden, innerer Frieden. Und oder, das kann jetzt, wie gesagt, in welcher Situation auch immer du steckst, es kann hier auch eine Affäre dargestellt sein, die, also das Thema Harmonie und Frieden innerhalb oder durch eine Affäre, und diese Affäre ist hier immer mit einer schicksalshaften Belastung behaftet, sage ich jetzt mal. Und da soll ein Wachstum passieren. Dieses Wachstum, du drehst dich hier, ich gucke mir mal die Sachen an, von denen du dich wegdrehst. Weil hier drehst du dich ja in die Richtung und hier drehst du dich ja in die Vergangenheit und hast die Augen zu. Das sagt mir auch, dass es darum geht, etwas, was in der Vergangenheit war, sich mal anzuschauen, auf den Prüfstand zu stellen. Das ist ja auch der Fuchs, ne? Der Fuchs prüft ja. Der schaut sich ja auch Themen an aus der Vergangenheit und dann natürlich auch Sachen, die immer wieder im gleichen Muster, das Muster haben wir hier liegen, mit der Schlange ablaufen. Und dieses Muster hat mit Investitionen zu tun, die schwierig sind, die mit Kunden zu tun haben, die mit der Öffentlichkeit zu tun haben und sowohl als auf Seelenebene als auch mit dem Thema Geld. Komplikationen, Schwierigkeiten mit dem Thema in etwas zu investieren, was mit dem Thema Kunden, Öffentlichkeit und einer Stabilität zu tun hat, und zwar deiner Stabilität. Hier ist ein Erfolg, hier soll ein Erfolg reinkommen oder will ein Erfolg reinkommen. Und der braucht einen Neubeginn und dazu braucht es eine Entscheidung, beziehungsweise möchte dieser Neubeginn hier eine Lösung, eine Alternative sein, was mit dem Thema Anerkennung, Wertschätzung zu tun hat, beziehungsweise auch Ruhm und Erfolg. Finde ich ganz interessant. Für den einen ist es hier eine Affäre, für den anderen ist es eine geschäftliche Verbindung. Ja? Bei dir ist es eine Affäre,
Wenn du weiblich bist und zuschaust, wenn du männlich bist und zuschaust, ist es der geschäftliche Erfolg. Bei beiden ist das Thema Ruhm und Anerkennung. Bei beiden ist das Ziel darüber Anerkennung und Wertschätzung oder Erfolg zu generieren. Und das kann ist ein Muster. Das ist ein Muster, das ist eine Verstrickung, die hier schicksalshaft ist, die in die Auflösung soll, aber dafür muss es auch angeguckt werden. Und dass du dir das nicht anguckst, liegt hier ebenfalls. Und das ist auch diese schicksalshafte Blockade, die hier angedeutet ist. Das ist etwas, was immer wieder und immer wieder kommt. Ja? Wie gesagt, für wenn du männlich bist, ist es ein Thema, dass du dich über Erfolg definierst. Wenn du weiblich bist, ist es etwas, wo du dich vielleicht über eine Affäre definierst. Letztendlich geht es darum, unabhängig zu werden, selbstständig zu werden. Beziehungsweise diese Emotionen hier auszubalancieren und ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn du selbstständig bist, dann geht es darum, das Ganze so erfolgreich zu machen, dass du unabhängig bist. Jedoch habe ich auch den Eindruck, dass es hier noch um eine andere Art der Unabhängigkeit geht, und zwar diese innere Unabhängigkeit, also sich vom Außen unabhängig zu machen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich da geredet habe, meine Lieben. Wenn ihr was damit anfangen könnt, freue ich mich. Wir schauen jetzt mal noch auf eine andere Art. Ich habe hier die Gedanken, die du hast bezüglich einer Reise der Wünsche und Sehnsüchte, und da braucht es eine Entscheidung für etwas Neues. Das Schiff steht auch für das Thema Geduld bei einer Entscheidung. Und das Schiff kann hier auch mit einem Thema zu tun haben, gerade mit dem Sarg und mit dem Kreuz nebendran, was mit einer Erbschaft zu tun hat. Und da braucht es eine Entscheidung, eine Lösung für einen Neubeginn. Dieser Neubeginn, der setzt dich ein bisschen unter Druck, da ist viel Kommunikation da. Und diese Kommunikation, also diese Kommunikation beziehungsweise der Druck, da ist mit den Engelsflügeln sind da Gespräche gemeint, die wertvoll sind, vielleicht tatsächlich auch mit der geistigen Welt. Wenn du hier ein Thema hast, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst, dann melde dich gerne zum einen. Zum anderen habe ich auch den Eindruck, dass hier die geistige Welt dir gerne Hilfe und Unterstützung anbieten möchte. Ja, um hier etwas klar zu sehen. Hier ist etwas, eine Herausforderung, etwas klar zu sehen bei einem Gegenüber. Und das siehst du ja hier auch, weil du dich umdrehst. Also hier ist eine Blockade, die du nicht siehst, auf Deutsch gesagt. Deswegen ist es wichtig, und
Du hast ja die Augen hier zu. Nachrichten, Informationen, die auf dich zukommen, Botschaften auch ernst zu nehmen, auch wahrzunehmen, weil hier ist ein Plan. Ein Plan, der eine Herausforderung darstellt. Also etwas, was in die Umsetzung gehen möchte, was aber eine Herausforderung ist. Wenn du damit was anfangen kannst, dann ist das genau deine Legung, ja? Etwas auf die Welt bringen, etwas nach außen bringen, etwas von dir nach außen bringen, ist eine Herausforderung. Wenn du damit jetzt was anfangen kannst, ist es deine Legung. Und hier sollen die ganzen Schwierigkeiten, die wollen jetzt weg, ja? Die wollen jetzt hier weg. Diese Nachricht, die du bekommen hast, das können auch zwei Themen sein, ja? Es können sogar vier Themen sein, wenn ich es mir genau anschaue. Denn die Engelsflügel stehen für die Zahl 2 und die Vögel auch. Und die Engelsflügel liegen im Haus der Vögel. Daneben liegen auch noch die Wege. Heißt auf Deutsch, ihr Lieben, das Ganze kann sich sogar potenzieren. Okay? Also viele, viele Themen, die hier jetzt gerade geklärt werden wollen, in die Auflösung wollen. Der Schutz, die oder etwas beschützen durch Kommunikation, das sind die Mäuse davor. Ich habe hier auch den Eindruck, wieder, ist interessant, dass ich das gerade tatsächlich öfter habe. Die Mäuse, da geht es um Ängste. Die Mäuse wollen hier eigentlich, bist du beschützt, hier will eigentlich eine Belastung von dir genommen werden. Jedoch musst du da in irgendeiner Art ein Stück weit aktiv werden, damit diese Schwierigkeiten hier auf finanzieller Ebene, auf Seelenebene, mit Kunden, mit der Öffentlichkeit sich auflösen können. Und ja, da braucht es trotzdem ein Stück weit Aktivität. Also zum einen ist hier, und wir hatten es ja gerade davon, ne, hier schon etwas auf sich zukommen lassen, aber es braucht trotzdem diese Aktivität. Ins Tun zu gehen und dann das Ganze auch empfangen zu können. Ich habe fast den Eindruck, ihr habt mit diesem Empfangen ein bisschen ein Thema. Das Thema, die Kreativität ausleben, die Kreativität nach außen bringen, und die Hilfe und Unterstützung, die habt ihr hier liegen mit dem Thema Kreativität. Ein kreativer Seelenausdruck und eine Freundin, ein Freund, Freunde. Also ich habe hier wirklich ein großes Umfeld liegen, was euch da unterstützen kann. Das müssen jetzt gar keine engen Freunde sein, die ihr um euch herum habt, sondern das kann auch Bekannte im erweiterten Freundeskreis oder Bekanntenkreis sein. Bekannte, die ihr immer wieder kontaktiert, können hier ebenfalls damit zu tun haben. Ich sehe das ziemlich groß, ziemlich weit in der Öffentlichkeit, ja. Aber hier geht es darum, dass du auch etwas wahrnimmst und dann dein Glück auch zulässt, ja, und diesen Zwiespalt auf Seite schiebst. Ganz interessant. Das ist jetzt für den einen mit dem Thema Arbeit hat es zu tun, für den anderen hat es mit dem Thema Selbstständigkeit zu tun. Für den nächsten hat es mit dem Thema Beziehung zu tun
Und für den übernächsten ist es etwas, was in der Öffentlichkeit generell ist, ja. Hier soll in etwas Altes oder da rein investiert werden, um welche Komplikationen loszulassen, die schicksalshaft sind. Ihr werdet hier auch geführt, wenn ihr das zulasst, ja. Also mit Sicherheit sind hier Themen angezeigt mit dem Thema Rückzug, mit dem Thema Selbstständigkeit, mit einer Trennung von einem Gegenüber. Da ist ein Plan eventuell da. Das kann auch eine Firma und eine Behörde sein im Übrigen, wo mit Sicherheit hier das Thema Trennung angezeigt ist. Und das sind ein paar schicksalshafte Schwierigkeiten. Herausforderungen, karmische Herausforderungen, die hier wertvoll sind, die wichtig sind, die beschützt werden wollen, aber so dieses beschützt sein, beschützt werden, da ist eben mit den Mäusen etwas Negatives auch dabei. Also wenn ich mir das anschaue, ist es eine komplette Neuausrichtung, die wertvoll wäre, ja. Und hier bei dir eben in der Linie liegt. Weil du irgendwie eine Nachricht nicht siehst, nicht wahrnimmst, nicht hören willst, nicht hören kannst, nicht umsetzen magst. Alles ist denkbar hier, ja. Auf emotionaler Ebene, auf Gefühlsebene, auf Gedankenebene. Thema Erfolg. Ich habe den Eindruck, der ein oder andere von euch hat mit dem Thema Erfolg, Anerkennung ein riesengroßes Problem. Wenn ich mir das hier so anschaue, und das ist dieser Neubeginn, der hier da liegt. Ich habe den Eindruck, ihr lieben Skorpione, ich möchte euch nicht zu nahe treten, dass ihr mit dem Thema Erfolg, Anerkennung oder eurer Gedanken, Emotionswelt so ein bisschen ein Problem habt. Und da soll sich was verändern. Und ich habe den Eindruck, dass das ein Prozess ist, der jetzt eben hier angeschubst werden mag im Herbst 2023. Interessant, interessant. Der Sarg ist im Übrigen ein Kummer, ein Stillstand, eine Sorge, etwas, was beendet werden will. Ich habe hier das Thema Verantwortungsbewusstsein, Bilanz ziehen, aber auch das Thema mit der Hand Schuldgefühle loszulassen. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, mein lieber Skorpion. Und hier kommt die Nachricht darüber und dann wird hier etwas beendet. Ja? Eine Traurigkeit darf hier in den Verlust gehen, ein Stillstand darf hier in den Verlust gehen und wird hier auch in den Verlust gehen. Definitiv, denn ihr seid auch dabei geführt. Ja? Diese Herausforderung ist schicksalshaft, die ist wichtig auf emotionaler Ebene, auf der psychischen Ebene, auf der gedanklichen Ebene, auf der emotionalen Ebene. Da kommt ein Neuanfang rein. Und das finde ich schön. Meine Lieben, wir schauen mit den Seelenblickkarten jetzt nochmal genau hin. Natürlich gilt es auch hier für dein Gegenüber, denn der liegt ebenfalls zweimal drinnen, ja. Hier liegt ein junger Mann, der ins Haus kommt. Es ist nicht auszuschließen, dass du hier eine Affäre eingehst, mein lieber Skorpion.
Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eine neue Harmonie und Balance mit deinem Gegenüber. Und hier klärt sich etwas mit deinem Gegenüber. Und es kann natürlich für den einen oder anderen auch sein, lieben, bedenkt das auch, dass das zwei verschiedene Partner sind, zwei verschiedene Gegenüber sind. Ja, das kann jetzt dein Lebenspartner sein, zum einen, der hier bewusster wird, dem etwas klar wird, klar werden soll, ja, wo hier gewisse Erwartungen sind bezüglich Urlaub, bezüglich Reise, bezüglich solchen Themen. Und dann stehst du da und darfst hier gewisse, ihr Lieben, ich will euch echt nicht zu nahe treten, aber es geht darum, dass du gewisse Verhaltensweisen, gewisse Gewohnheiten, der Berg ist immer so das Thema Komfortzone, falls ihr das Wort noch nicht gehört habt. Ich mag es nicht. Ich sag lieber Gewohnheiten dazu, die es gilt zu verändern. Okay? Etwas anders machen wie davor, etwas zu verändern, etwas in die Veränderung bringen, aber natürlich auch selber etwas zu verändern, ist hier angezeigt. Und das ist vor allem dein Thema, mein lieber Skorpion, damit auch, auch ein Gegenüber profitieren kann. Also es ist sowohl als auch, es ist so ein bisschen das Geben und Nehmen, ein kreativer Ansatz, etwas in eine Veränderung zu bringen, zu bewegen, damit hier ein Stillstand, ein Koma, eine Sorge, sage ich jetzt einfach mal, rausgeht, damit die Lebensfreude wieder kommt, weil hier ist keine Lebensfreude und das verändert sich. Hier kommt die Lebensfreude oder will die Lebensfreude wieder reinkommen im Herbst. Allerdings ist da diese Veränderung notwendig, ja, sowohl bei deinem Gegenüber, der ja hier in der Klarheit liegt und Neubeginn ebenfalls hier angezeigt ist. Vielleicht ist der ein oder andere von euch tatsächlich aktiv unterwegs wegen einem Haus. Es kann auch sein, dass hier Aktivitäten innerhalb einer Familie mit etwas Neuem zu tun hat, Entscheidungen zu treffen sind, die mit einer Distanz zu tun haben. Das hier kann auch mit einer Erbschaft zu tun haben. Ich sage es nur noch mal nebenbei. Oder eben mit Verhandlungen oder mit Wünschen und Sehnsüchten und mit dem Thema Erwartungen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Also, wir schauen uns das Ganze jetzt mit den Karten noch an. Der Sarg, was endet hier? Ja, genau. Thema Ordnung, Veränderung, Sortieren. Da kann ganz überraschend ein Ende kommen. Es kann auch um ein nicht so schönes Erlebnis gehen, um wo etwas beendet wurde. Und da wird jetzt noch etwas sortiert, durch dem, dass hier ein Rückzug kommt. Dass du dich von diesem Kummer, von dieser Traurigkeit zurückziehst, dass es auch diese schicksalshafte Veränderung oder von einem Lug und Betrug, von einer Enttäuschung. Ja, hier liegt die Täuschung und das Ende der Täuschung ist auch eine Enttäuschung, das Ende einer Täuschung, eine Enttäuschung. Ja. Die hier jetzt in den Verlust geht. Und da kommt die Ohnmacht, ja, genau, Stillstand, gefangen sein und hier kommt die Geburt, hier liegt ja auch der Neuanfang, neu geboren werden,
Und hier liegt der Stillstand, Gefangensein. Also eine Situation, in der du dich, in der ihr euch gefangen gefühlt habt. Da kommt jetzt ein etwas Neues rein. Ein neuer Aspekt, ein neuer Gedanke, ein neues Gefühl. Dieses bewegt euch hier zu einer Entscheidung. Eine neue Zielplanung habe ich hier liegen, eine neue Ausrichtung, neue Hoffnung, neue Erwartungen bezüglich eures Gegenübers. Den schauen wir uns jetzt auch genauer an. Genau. Ja. Ein Wissen wird hier erlangt von dem Gegenüber oder durch das Gegenüber, hier eine Erkenntnis, ein Wissen, was reinkommt, ein spirituelles Wissen, und hier liegt ja auch die Wahrheit. Ja, oh, die männliche Hauptperson, jawohl, die männliche Hauptperson bekommt jetzt ein Wissen, eine Erkenntnis, ein Bewusstsein. Hier verändert sich etwas mit dem Thema Festhalten, mit dem Thema Verankerung, mit dem Thema Arbeit. Hier wird ganz schön am Bewusstsein gearbeitet, und schaut mal, da kommt der Erfolg. Cool. Richtig cool. Meine lieben Skorpione, mal nebenbei erwähnt, die Rollen können hier auch vertauscht sein, ja? Jedoch habt ihr beide einen ganzen Brocken zu bearbeiten, und euch wird hier was bewusst werden, was mit dem Thema Arbeit zu tun hat, beziehungsweise oder und beides ist möglich, ausdrücklich nochmal erwähnen. Denn ich habe den Eindruck, für viele von euch ist tatsächlich beides wichtig, dass hier am Bewusstsein gearbeitet wird. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und das Ganze hat mit der Liebe zu tun. Die Liebe ist schicksalshaft. Das sind belastete Emotionen. Da geht es um Wertschätzung, um Anerkennung. Und da darf sich etwas klären. Auch der Erfolg. Nochmal, Anerkennung, Wertschätzung ist etwas, was zu euch kommen möchte, und zwar im großen Stil, im ganz großen Stil. Ihr müsst es aber zulassen, ihr müsst die Babyschritte gehen, in kleinen Schritten anfangen. Hier möchte Anerkennung und Wertschätzung im großen Stil zu euch kommen. Die Schlange hätte ich ganz gerne bitte, was denn die Investitionen sind. Ja, die Umwege, Komplikationen haben damit zu tun, etwas Altes loszulassen, was mit den Erinnerungen zu tun hat. Vergangenheit kehrt zurück. Diese Erinnerungen haben mit der Öffentlichkeit zu tun, mit Aktivitäten in der Öffentlichkeit, mit dem Thema Kundenakquise, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen, um etwas in den Fluss zu bringen, mit Investitionen in die Öffentlichkeit, in Kunden, in öffentliche Veranstaltungen etc. 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 und mit dem Thema Amtsvertreter, also mit einem Sachbearbeiter, mit einer Firma, einer Behörde. Ja. Da kann es auch um eine gesundheitliche Thematik gehen oder um eine medizinische Ausrichtung kann es hier gehen.
Wir schauen mal noch den Fuchs hier an. Eine Karte bitte, das Geld. Die Klärung Finanzen, hier wäre es gut, eine Veränderung herbeizuführen. Da geht es um das Thema Geld, um die Finanzen, um die Ausrichtung, die mit den Finanzen zu tun hat. Es kann hier zum einen sein, sich etwas zu gönnen, für die, die in der Vergangenheit, weil ja das Thema ist, hier Investitionen in etwas, die sind etwas schwierig, weil hier auch etwas Altes losgelassen werden darf, die Erinnerungen, ja, die mit einem Amtsvertreter zu tun haben. Und hier habe ich das Thema auch liegen, geschäftlicher Art und Weise, der Bär, der einen Einfluss hat auf die Freude, auf die Kreativität. Und hier liegt auch noch das Geld. Ich habe den Eindruck, dass für alle, die sich in der Vergangenheit zu wenig gegönnt haben, ist es jetzt wichtig, sich mal etwas zu gönnen. Ja, das wäre eine Veränderung von etwas, wo in der Vergangenheit etwas nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Von den Leuten, die sich in der Vergangenheit etwas gegönnt haben oder die viel erschaffen haben, die sollen jetzt auch etwas verändern und zwar vielleicht ein bisschen zurücktreten von ihrem Besitz und mal etwas anders machen. Nein, ihr sollt euren Besitz nicht hergeben. Das habe ich nicht gesagt, ihr Süßen, sondern einfach etwas anders machen. Euren Besitz, euren Wert, euren Reichtum anders einsetzen. Ja? Vielleicht gibt es hier Möglichkeiten, Anerkennung und Wertschöpfung in anderer Form zu praktizieren. Da sollt ihr dann kreativ werden. Okay? Neue Kunden zu bekommen, ist das Thema, andere Kunden zu bekommen, die hier mit einem Haus zu tun haben. Das kann hier auch um Airbnb gehen, kommt mir gerade rein, was Geld bringen kann. Da einfach kreativ werden, wo ihr neue Kunden, neues Potenzial herbekommt. Vielleicht unterstützt ihr hier ganz überraschend auch Menschen, denen es nicht so gut geht. Wie gesagt, je nachdem, die Investitionen ist eine Investition in etwas Altes loszulassen, etwas anders zu machen, etwas neu zu machen. Und hier kommt der Neubeginn. Schaut mal. Sehr schön. Der Neubeginn, der sich kreiert durch das Thema Hilfe und Unterstützung annehmen oder weitergeben. Wenn du in der Vergangenheit viel Hilfe und Unterstützung erfahren hast, angenommen hast, auf finanzieller Ebene, dann ist es jetzt wichtig, eben auch einen Neubeginn zu starten und hier zu investieren, in der Art und Weise etwas Altes loszulassen. Alte Verhaltensmuster, alte Gewohnheiten, alte Gewohnheiten hier zu brechen und Bilanz zu ziehen ist natürlich da ganz wichtig, aktiv hier reinzuschauen, aktiv zu gucken, was ist hier Thema. Und natürlich dann auch ehrlich sein, ja, das Thema Ehrlichkeit, weil der Fuchs, guck mal, der läuft mit dem Gesicht hier rein. Ich habe den Eindruck, das Thema ist wirklich die Ehrlichkeit, ganz ehrlich, ganz offen Revue passieren zu lassen, in diesen 3 Monaten dir wirklich was anzuschauen und total ehrlich zu sein mit dir.
Ja, der Fuchs läuft hier sogar zweimal rein. Ich wollte jetzt eigentlich, hatte jetzt gehofft, dass hier der Schwanz irgendwo reinläuft. Dann gegenüber hat die hier ganz ehrlich etwas gesagt und das gilt es zu verändern. Die männliche Hauptperson hat ihr ein Wissen über einen Erfolg mitgeteilt, wegen einem Neubeginn. Sei da ganz ehrlich zu dir und schau dir das mal genau an. Da geht es um Geld, da geht es um Finanzen und da geht es darum, hier eine Veränderung einzuleiten. Da kommt der Erfolg, eindeutig. Und der Erfolg ist hier im Verborgenen. Das wird ein Riesenerfolg im Übrigen, ja, kann ich dir auch gleich sagen. Jedoch ist es so ein bisschen im Unbewussten oder weggepackt oder in Thema Buch, Thema Seminar, Thema Wissen vermitteln, Wissen bekommen, aber auch Wissen vermitteln, kann hier sehr viel Erfolg bringen. Vielleicht hast du ein Wissen und willst es nicht rausrücken. Auch das ist möglich. Ihr wisst am besten, was es ist, ja? Nachrichten kommen hier. Nachrichten, die Trauer auslösen, seelischen Schmerz, aber von dem darfst du dich verabschieden. Kann auch sein, dass ein Abschied hier, naja, der Abschied von einer Gewohnheit zum Beispiel. Da kommt der Irrglaube. Der Park, auf dem Park ist es gefallen. Der Irrglaube hier. Der Irrglaube ist als erstes rausgefallen, der hier auf die Öffentlichkeit fällt, auf die, ja, die Finanzen, die sich hier in der Öffentlichkeit ergeben. Und hier ist die Trennung, es ist vorbei, eine neue Zeit kommt. Und eine wohlwollende Frau hat hier auch noch damit was zu tun. Aus der Öffentlichkeit oder eben hier einen Irrglauben zu beseitigen, ja? Eine Investition zu tätigen. So, jetzt schauen wir mal das Thema der Trennung. Ich möchte natürlich jetzt noch eine Karte und dann ist Schluss versprochen. Eine Karte noch für die geschlossenen Augen und die Herausforderungen. Was ist da los? Welche Nachricht wird hier nicht wahrgenommen? Da geht es um Verträge, da geht es um notarielle Verträge, da geht es um vielleicht auch eine Affäre, ja, da geht es um einen Arbeitsvertrag, um verbindliche Absprachen. Vielleicht ist eine verbindliche Absprache in der Vergangenheit nicht realisiert worden, nicht erfüllt worden, nicht in die Umsetzung gegangen. Das kann auch gut möglich sein, dass es hier Komplikationen, Umwege und Schwierigkeiten gegeben hat, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen oder öffentlich aufzutreten oder etwas in der Öffentlichkeit in den Fluss zu bringen. Das kann ein Herzensprojekt hier gewesen sein, was in den Fluss gebracht werden wollte, werden sollte. Und da war ein Irrglauben und der wird jetzt getrennt. Ja, und da hat eine wohlwollende Frau, eine Freundin oder eine Anwältin, eine Ärztin was damit zu tun. Kann aber auch jede andere wohlwollende Frau sein, kann auch die Nachbarin sein. Ja, da darf sich ein Irrglaube auflösen.
eine falsche Vorstellung, die hier getrennt wird. Also diese ganzen alten Komplikationen und Umwege und Schwierigkeiten wollen jetzt eine Investition erfahren, um in die Auflösung zu gehen. Prüft mal eure Verträge, eure Absprachen, eure Versprechen, die hier bereinigt werden wollen, habe ich den Eindruck. Was habt ihr in der Vergangenheit versprochen und nicht eingehalten? Klärt das mal. Hier liegt die Klärung. So, jetzt möchte ich natürlich für den Berg auch noch eine Karte. Hat was mit der Liebe zu tun, hat was mit dem mit einer Partnerschaft zu tun. Jetzt bin ich neugierig. Ah, schaut mal her, da kommt die Warnung. Also, die Herausforderung in Kürze etwas Falsches, einen Lug und Betrug, einen Irrglauben in die Auflösung zu bringen, hat damit zu tun, hier mit zartem Wachstum. Es geht voran. Der Frühling kann hier das Thema darstellen. Eine Herausforderung, ein Plan, der wachsen möchte. Das kann mit einer Institution, einer Behörde, einer Firma, einer Selbstständigkeit zu tun haben. Hier kommt die universelle Hilfe, die liegt ja hier auch schon. Da braucht es noch ein bisschen Geduld und jetzt handeln, schnelle Entscheidung. Und hier kommt die Warnung. Achtung, Gefahr vor einer voreiligen Entscheidung. Hier kommt die universelle Hilfe. Es kann auch gut sein, dass jetzt die Herausforderung ist, zum einen noch etwas abzuwarten, bis sich etwas klärt. Und da liegt die Warnung. Oder aber es braucht jetzt die universelle Hilfe, damit jetzt schnell etwas bereinigt wird, etwas, wo eine Gefahr da ist, damit es jetzt schnell in die Umsetzung geht, weil hier Komplikationen und Schwierigkeiten angezeigt sind durch eine Amtsperson mit dem Thema etwas absichern, etwas in die Umsetzung zu bringen mit einer Firma, einer Behörde, damit hier ein Plan etwas auf die Welt kommt. Hier will etwas auf die Welt kommen und da wäre es gut, das Ganze jetzt anzuleihen, damit es im Frühling die universelle Hilfe, das Wachstum forcieren kann. Und das ist etwas, was du nicht siehst. Das hat mit einem Vertrag zu tun, mit einer Absprache, mit einem Arbeitsvertrag. Auch das kann hier sein. Es ist wichtig, hier die Initiation zu geben, den Anfang zu machen, damit dann etwas auf dich zukommen kann. Der Berg sagt ja auch, das Glück braucht jetzt so den richtigen Zeitpunkt auch. Ja? Dafür steht ja auch der Fuchs, für den richtigen Zeitpunkt. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ich merke schon, wenn ich so im Redefluss bin, dann kommt da auch bei euch was ins Fließen, ja? Weil sonst wird es bei mir auch stocken. Und wir schauen uns das hier unten drunter auch gleich an. Ich bedanke mich für jeden von euch, der ein Abo da lässt, der einen Daumen nach oben da lässt, der einen Kommentar da lässt, einen liebevollen, wertschätzenden Kommentar.
Ich wünsche euch einen tollen Herbst. Freue mich, wenn ihr jeden Monat dabei seid. Und jetzt schauen wir uns das da unten an. Es geht um etwas Offizielles. Ja? Amt, Bank, Versicherung, Telefongesellschaft, alles, was im offiziellen Bereich liegt. Es kann auch eine Trennung sein, die offiziell gemacht wird, die amtlich gemacht wird. Oder eine Selbstständigkeit. Und da unten liegt noch das Thema Kinder, Haustier, auch interessant. Und da geht es jetzt hin. Ein Plan, der offiziell umgesetzt werden möchte, mit einer Firma oder Behörde, beziehungsweise mit dem Thema Trennung. Und hier kommt die Unterstützung, Anerkennung und Hilfe, die notwendig ist. Meine Lieben, macht's gut, habt einen schönen Herbst. Tschüss!